Ja, servus meine lieben Jungs und Mädels, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Pack-Opening. Ja, wir machen wieder ein kleines Pack-Opening heute. Ich spiele den, Dingens hier gerade, den Motocross-Star, den habe ich ja in der letzten Folge, glaube ich, gezogen. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Ich wollte zwar ein paar Münzen mehr sammeln, aber es sind nicht mehr wie 400.000 gerade geworden. Daher entschuldigt es bitte und ich möchte natürlich meine Coins ausgeben, also langsam. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem kleinen Pack-Opening hier. Wir kaufen uns wieder ein paar Klassen, würde ich sagen. Fangen wir am besten mit den Klassen sofort an. Kaufen wir uns mal eine neue Klasse. Wer wird es sein? Hoffentlich was Cooles. Oh, der Park Ranger. Cool, ich habe den Park Ranger gezogen. Sehr schön. Da freue ich mich ja drauf, dass ich den gezogen habe, den guten Park Ranger. Mega, mega nice. Cool. Holen wir uns noch einen, würde ich sagen. Und dann holen wir uns gleich noch ein paar andere Päckchen, weil ich möchte auch mal langsam ein paar Aussehensverbesserungen haben oder ein paar Kleidungsstücke möchte ich gerne haben, unter anderem. Und ich muss mir auch mal unbedingt ein paar Minions wieder kaufen. Ich habe keine Minions mehr, ich habe davon zu viele verbraucht. Deswegen gehen wir uns auf jeden Fall noch einen holen. Wer wird es sein? Wer wird es sein? Mal ein Superbrains wäre cool. Ah, okay, einen neuen Colonel Corn, den Feuer Colonel Corn. Nämlich der Grillmais. Ziemlich cool. Ja, das ist der Feuermais. Der ist ziemlich geil. Korrekt. 250.000 haben wir noch. Wir könnten uns eigentlich sogar noch einen kaufen. Ach komm, was soll's. Wir kaufen uns sogar noch einen. Wir kaufen uns noch einen Charakter. Ich will natürlich, wenn wir wirklich alle Charaktere haben. Und hey, der neue Wissenschaftler, der Zoologe. Sehr, sehr schön. Ja, das freut mich natürlich. Der Zoologe endlich auch dabei. Cool, kann ich den mal spielen? Ich hätte persönlich zwar lieber gerne jetzt den Computerfachmann gehabt, aber ist nicht schlimm. Der Zoologe tut es auch auf jeden Fall. Der ist auch geil. Ja, jetzt habe ich dann noch 176.000 Münzen. Ich würde sagen, wir gehen uns mal auf jeden Fall ein paar andere Päckchen noch kaufen. Gehen wir uns auf jeden Fall nochmal so ein Zombie-Päckchen holen. Hm, was wir da so kriegen aus dem Zombie-Päckchen? Na, was kriegen wir aus dem Zombie-Päckchen raus? Schauen wir mal. So, erstmal ein paar Beschwörungssachen und ey, einen von den, einen neuen Superbrains habe ich schon den zweiten Teil gekriegt. Das ist gut, das ist nämlich der Elektrobrains. Und hier müssten wir, glaube ich, den Feuerimp haben, den kleinen. Sehr cool. Was haben wir hier gekriegt? Langer Backenbart. Sehr, sehr geil. Für den Wissenschaftler. Jetzt haben wir hier den Heldenschnäuzer für den Superbrains haben wir gekriegt. Sehr cool. Und das haben wir noch gekriegt, Planetengesicht, auch für den Superbrains. Und cool, einmal Zombie und Dr. Heilsam haben wir auch dreimal gekriegt. Perfekt, würde ich sagen. Alles klar, so, gehen wir noch ein Päckchen holen. Ich würde sagen, wir gehen uns nochmal so ein Dünger-Spaß-Päckchen holen. Was wir da wohl rauskriegen. So, was haben wir denn da dabei? Oh, die neue Kaktier und ein zweiter Teil von der Druidenrose. Sehr cool. Und hier, das ist ja, glaube ich, die Steinkaktier, soweit ich mich da nicht ganz irre. Müsste die neue Kaktier auf jeden Fall sein. Die Steinkaktier. Was haben wir hier noch? Buschfernglas. Ja, das sieht da mal mega cool aus. Geile Sache. Oh, niedlich und lockig. Das ist ja mal eine geile Matte, die man auf den Kopf sich setzen kann. Das ist ja mal mega cool. Cool. Schotenbart. Das ist quasi den Bart, den ich auch habe. Sehr, sehr cool. Den kann man nicht mehr jetzt einem als Zitron draufsetzen. Das ist natürlich mega cool. Ja, geil, geil, geil. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich natürlich. Jetzt überlege ich gerade, können wir uns noch einen Charakter kaufen? Wir holen uns noch einen Charakter. Holen wir uns noch einen. Ich will lieber erstmal die Charaktere alle haben. Hey, die Rockerbse. Sehr cool. Sehr schön. Die Rockerbse gekriegt. Sehr, sehr gut. Ja, leider noch nicht die Charaktere dabei, die ich gerne hätte. Ich hätte nämlich mal langsam so gerne den Feuer-Deadbeard hätte ich mal ganz gerne. Oder zum Beispiel mal eine neue Rosi hätte ich mal langsam gerne. Oder auch mal einen Superbrains. Ich habe noch keinen anderen Superbrains. Oder, ja, Colonel Corn habe ich gerade gekriegt, aber trotzdem. So, ich würde sagen, wir gehen uns jetzt noch ein paar Minion-Packs kaufen. Ich brauche dringend mal ein paar Minions. Ich habe nämlich nichts mehr. Sehr gut. Was haben wir hier? Selbstwiederbelebung gekriegt. Heilzombie mal 3. Raketenbot mal 5. Blattschild und Dr. Heilsam. Sehr, sehr gut. Gehen wir uns noch ein Päckchen holen. Noch ein Minion-Päckchen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Steinpilze, Heilzombie. Sauber. Raketenbot mal 5. Cool, man ist eigentlich mal mehr drin in den Dingern, ne? Guck mal hier. 5, 3, 5. Hier hinten nochmal 3. Terrakotta-Kraut. Sehr, sehr gut. So muss das sein. Auch mal, dass du mal ein bisschen was kriegst. Ich finde es allerdings schade, dass sie die Packs erhöht haben von dem Preis her. Ich fand es besser, wie es vorher war. Ganz ehrlich. So, komm. Wir gehen uns jetzt. Wir geben jetzt alle Münzen hier aus. Jetzt hier noch was holen. Guck mal hier. Teamwiederbelebung mal 1 gekriegt. Erbsenwerfer, Zeitungszombie, Stinkpilz und Terrakotta-Kraut wieder gekriegt.
Sehr, sehr gut. Ich brauche wieder jede Menge Minions. Daher gebe ich jetzt wahrscheinlich noch zwei oder so holen, würde ich sagen. Und dann gehen wir uns noch ein kleines Päckchen holen. Explode-Bot haben wir gekriegt. Das ist quasi, wer das noch nicht weiß, das ist der, der Unheilpilz der Zombies jetzt. Mr. Toasty, das erste Mal gekriegt. Cool, den habe ich noch gar nicht gehabt, Mr. Toasty. Sehr, sehr cool. Braumantel-Zombie mal 1 und MG-Werbser mal 3. Na gut, schade. Leider nicht wirklich viel gekriegt, weil hier 1, 1, 1, 1. Ist etwas schade. Popcap erhöht's bitte, weil das ist ein bisschen scheiße, dass man nur so wenig hat. So, und wir gehen uns noch eins holen. Wir holen uns noch, danach noch eins, würde ich sagen. Ach hier, guck mal, Satellitenbot haben wir gekriegt. Einen Eispilz, ein Eimer-Zombie und ein Blattschild haben wir nochmal gekriegt. Sehr gut. So, und kommt das letzte Päckchen noch. Sehr gut. Da haben wir nämlich noch 16.000 Münzen, da können wir uns nämlich auch nochmal was holen. Oh, cool. Ein Blitzschilf haben wir gekriegt. Sehr schön, cool. Erbsenwerfer mal 5, Raketenbot mal 1, Packtscheu mal 1 und ein Blattschild haben wir nochmal gekriegt. Sehr, sehr gut. So, da würde ich sagen, wir gehen uns jetzt nochmal so ein extraordinäres Päckchen kaufen. Da kann nämlich auch manchmal ein Charakter-Sticker drin sein. Guck mal, coole Brille. Anstecklaserbrille. Das ist ja mal geil. Das ist eine coole Brille. Haben wir hier dreifache Orangenblaster für den... Ich glaube, für den Astronauten ist es, glaube ich. Ne? Waffendesign, Zombos-Modell, wie nennt das Design aus? Guck mal, ich glaube, das dürfte, glaube ich, für den Astronauten, glaube ich, sein. Sieht fast so aus. Und noch ein Stück für die Steinkaktee bekommen. Sehr, sehr schön. Freut mich natürlich. Was haben wir hier noch? Gestohlene Regenbögen. Cool. Ja, dann sind wir quasi wieder am Ende angelangt von einem Pack-Opening. Anderthalb Tage jetzt gefarmt und schon sind die Coins wieder weg. Sehr schade natürlich. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir gucken uns gerade noch eben die ganzen Klassen, die wir gerade gerichtet haben. Erstmal natürlich den neuen Zoologen. Das ist der Kollege hier. Ne? Ziemlich cool. Es wird ja gemunkelt oder viele von euch haben ja auch gesagt, angeblich soll das ja der Dr. Chester jetzt sein. Der Dr. Chester Ersatz. Aber ich finde, die könnten den Dr. Chester gerne wieder in das Spiel einbauen, finde ich. Dr. Chester war cool. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. So, dann haben wir noch Dingens gekriegt. Den Park Ranger haben wir bekommen. Packen wir den mal aus. Gucken, wie der ist. Wir packen den Park Ranger aus. Ah, sehr cool. Gucken wir gerade an, was der so von Schaden macht. Gucken wir mal gerade. Okay, ja, der macht nicht wirklich viel Schaden. Ja, aber cool. Ist okay. Ist okay. Kann man gebrauchen, den Kollegen. Nicht schlecht. Dann werden wir mal sehen, ob wir jetzt gleich irgendwie Schaden an der machen. Was haben wir noch gekriegt? Die Rock-Apps haben wir, glaube ich, noch bekommen gehabt, ne? Und noch ein Colonel Korn. Das heißt, wir haben eine gute Mischung gekriegt. Wir hatten zwei neue Pflanzen und zwei neue Soms gekriegt. Das ist natürlich geil. Hier den Feuer-Colonel Korn. Sehr cool. Das Design ist ziemlich gut gelungen, finde ich. Das sieht mega interessant aus, das Ganze. Oh, was macht der so an Schaden? Ah, da ist ein Zombie. Der kann ja noch nicht wirklich sehr viel. Aber geht auch, auf jeden Fall. Ja, sehr gut. Gucken wir uns noch die Rock-Apps an. Mein persönlicher Favorit ja irgendwie, momentan noch. Die Rock-Erbse. Machen wir sie. So, da habe ich nämlich jetzt beide Erbsen voll, ne? Die Rock-Erbse und die, Blitz-Erbse haben wir jetzt. Das heißt, wir werden auf jeden Fall dann bald direkt mal ein Video machen mit allen Erbsen, auf jeden Fall. Ja, wird ja auch gemunkelt oder ich habe auch von vielen wieder von euch gehört. Es soll ja angeblich auch der Bärenwerfer sein, diese Klasse hier. In etwas verbesserter Form. Kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, dann könnte man ja auch unbedingt sagen, dass, hier, wie heißt es nochmal, dass, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine andere Klasse sich mit der anderen ähnelt, dass das dann quasi die neue Klasse sein soll. Könnte man jetzt auch quasi sagen. Finde ich jetzt aber nicht unbedingt. Aber cool. Habe ich 4 neue Klassen gekriegt. Sehr schön. Ich bin auf dem Weg der, alles Klassen habenden Menschen. Ne, die habe ich leider auch noch keine. Ich würd ganz gerne den Disco-Schnapper haben. Habe ich aber leider auch noch nicht. Aber ich am allerliebsten hätte, wäre leider immer noch die Vampirblume, die ich immer noch nicht habe. Finde ich sehr, sehr schade eigentlich. Die hätte ich wirklich sehr, sehr gerne. Aber, ja. Ich würde sagen, das ist das Ende dieses Pack-Openings. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Kommentar da, wie ihr das Ganze findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Garden Warfare 2. Tschüss!